Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Joaf Gatt, lieber Benno Plassmann, willkommen bei unserer digitalen Abendveranstaltung aus den Räumen der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Mein Name ist Christine Müller-Botsch und ich begrüße Sie im Namen der Gedenkstätte herzlich zur Eröffnung der Sonderausstellung Chavarim, jüdische Selbsthilfe, Widerständigkeit und die Hachschara-Bewegung. Ab morgen können Sie diese Ausstellung hier vor Ort besuchen. Mit Blick auf die noch nicht überstandene Pandemie haben wir uns entschieden, die Ausstellungseröffnung digital per Livestream durchzuführen. Wir freuen uns sehr, dass Sie daran teilnehmen. Herzlich vor Ort begrüße ich Benno Plassmann vom Institut für Neue Soziale Plastik. Die Ausstellung, die wir ab heute zeigen, wurde von diesem Verein erarbeitet. Benno Plassmann gehört zum Team der AusstellungsmacherInnen. Er wird im Anschluss an die Begrüßung thematisch in die Ausstellung einführen. Chavarim bedeutet, das sei schon einmal vorweggenommen, Freunde und Freundinnen, Genossen und Genossinnen. Und Hachschara bedeutet Vorbereitung. In diesem Fall die Vorbereitung von Jüdinnen und Juden aus Europa auf eine Einwanderung nach Palästina. Wir freuen uns ganz besonders, zu dieser Eröffnung heute auch Joaf Gatt aus Jaffna in Israel begrüßen zu können. Joaf Gatt wird über seine familiengeschichtliche Verbindung zum Thema sprechen. Er ist der Sohn von Herbert Growald, der sich während des Nationalsozialismus unter höchstem Risiko für die Hachschara-Bewegung eingesetzt hat und der in der Ausstellung porträtiert wird. Joaf Gatt ist auch Initiator des Vereins Hachschara des Hechel Lutz, weitere Generationen, der in diesem Jahr in Israel gegründet wurde. Eine Ausstellung digital zu eröffnen hat manche Nachteile, zum Beispiel, dass Sie mindestens bis morgen warten müssen, um die Ausstellung vor Ort zu sehen. Es hat aber auch Vorteile. Und ein großer Vorteil in diesem Fall ist, dass zwei Zeitzeugen aus Israel dem Livestream folgen können, Hilde Simche und Elli Heimann. Beide konnten von uns 2019 interviewt werden und auch ihre Geschichte kommt in der Ausstellung vor. Als Jugendliche waren Hilde Simche und Elli Heimann ab 1940 auf dem Hachschara-Gut in Ahrensdorf, südlich von Berlin. Sie gehörten zu den Jugendlichen, für die die Ausreise Anfang der 1940er Jahre nicht mehr möglich war. 1943 wurden sie, ebenso wie Herbert Growald, in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Erst nach ihrer Befreiung 1945 konnten sie nach Palästina einwandern. Liebe Hilde Simche, lieber Elli Heimann, wir begrüßen Sie ganz besonders herzlich bei dieser Veranstaltung, an der Sie von Kibbutz Netzer Sereni bzw. von Jerusalem aus teilnehmen. Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass Sie auf diese Weise bei der Eröffnung dabei sein können. Im Anschluss an die Beiträge von Benno Plassmann und Joaf Gatt werde ich Ihnen die Biografien von Hilde Simche und Elli Heimann kurz vorstellen. Eine Videostation der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Ausschnitten aus den Gesprächen mit beiden Zeitzeugen ergänzt die Ausstellungspräsentation hier vor Ort. Wie kamen wir als Kooperationspartner zusammen? Ende 2018 besuchten Benno Plassmann und Joaf Gatt die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, um mit uns über ihre Projekte zu Hachschara-Stätten zu sprechen. Der Widerstand von Jüdinnen und Juden gegen den Nationalsozialismus ist in seiner Vielfältigkeit wichtiger Bestandteil der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Dazu gehört die Hachschara-Bewegung, die ab 1933 stark anwuchs und die vielen Jüdinnen und Juden die Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik ermöglichte. Die Hachschara-Bewegung hat als Selbsthilfe und Selbstbehauptung eine große Bedeutung im Widerstand von Juden und Jüdinnen gegen den Nationalsozialismus. Und so ist es auch uns ein Anliegen, die Hachschara als wichtigen Bereich des jüdischen Widerstands bekannter zu machen. Unsere Gedenkstätte ist eine Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vereinen, die zu verschiedenen Themen des Widerstands arbeiten, stets wichtig. Und so sind wir gern eine Kooperation mit Joaf Gatt in Jaffna und mit dem Institut Neue Soziale Plastik eingegangen. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, wurde erstmals 2020 im Potsdamer Landtag gezeigt. Anschließend war sie in Eberswalde zu sehen. Wir wünschen ihr, dass sie auch noch an vielen weiteren Orten präsentiert werden kann. So, nun leite ich gern über zur thematischen Einführung in die Ausstellung. Benno Plassmann ist Vereinsvorstand im Institut für Neue Soziale Plastik. Er ist Historiker und Theaterwissenschaftler. Ich freue mich, dass Sie uns nun Ihre Ausstellung vorstellen, lieber Herr Plassmann. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Liebe Hilde Simche, lieber Eli Heimann, liebe Frau Müller-Botsch, lieber Joaf, sehr geehrte Damen und Herren. Die Corona-Bedingungen bedeuten, dass ich Sie, liebe Hilde und lieber Eli, direkt ansprechen kann. In Israel. Mit Ihren fast 100 Jahren hätten Sie es ja wahrscheinlich nicht mehr nach Berlin geschafft sonst. Jetzt können Sie dabei sein bei der Eröffnung einer Ausstellung, für die Ihre Erinnerungen, für die Ereignisse Ihres Lebens eine so wichtige Grundlage sind. Diese Einspielbilder sind von Teilen der Textbildaufsteller in unserer Ausstellung Chavrim, jüdische Selbsthilfe, Widerständigkeit und die Hachschara-Bewegung. Wir eröffnen die Ausstellung Chavrim hier heute in deutscher und englischer Version. Vielen Dank den Förderern, die zum Teil schon seit mehreren Jahren unsere Arbeit an diesem Thema begleiten. Allen voran das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und nun hier über die Gedenkstätte Deutscher Widerstand wird das Projekt auch von Seiten der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und dem Berliner Senat unterstützt. Wie gut, dass sich die enge historische Verzahnung zwischen Berlin und Brandenburg, zum Beispiel im Rahmen der Hachschara-Bewegung, nun auch in der Förderstruktur widerspiegelt. Wir eröffnen die erste Überblicksausstellung zur Geschichte der Hachschara-Bewegung in Deutschland, wegen Corona, wie gesagt, digital. In Wirklichkeit eröffnen wir sie also gar nicht hier an einem der ehemaligen Orte der mörderischen Wehrmacht im Bendlerblock in Berlin, sondern die Eröffnung findet statt in einem Beziehungsraum zwischen Berlin und dem Kibbutz Netzer Sereni, zwischen Berlin und Jerusalem, zwischen Berlin und den vielen Orten, von denen aus Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier zugeschaltet sind. Ich weiß von manchen unter Ihnen, die zugeschaltet sind aus Orten, wo früher einmal Hachschara-Stätten gewesen sind. Die Orte, an denen die Geschichte der deutschen Hachschara-Bewegung spielt, sind über ganz Deutschland verteilt. Manche dieser Orte sind oft in langer ehrenamtlicher Arbeit schon recht gut recherchiert. Bei vielen Orten ist aber noch fast gar nichts bekannt und alles ist noch zu erforschen. Hier schon mal ein Überblick mindestens der brandenburgischen Orte zu verschiedenen Zeiten in den Jahren 1918 bis 1948, eine Übersichtskarte, die wir für die Ausstellung angefertigt haben, aus verschiedenen Quellen. Brandenburg war das Zentrum der Hachschara-Bewegung. Es gibt also Wissen über diese große Bewegung. In Palästina, Israel gibt es Wissen über diese Bewegung seit den deutschen Olim der 3. und 4. Aliyah. Vor allem natürlich unter den EinwanderInnen der 5. Aliyah, der Überlebenden der Shoah und in ihren Familien gibt es dieses Wissen. Es gibt auch Wissen über die Hachschara-Bewegung hier in Deutschland. Sehr oft bei HistorikerInnen außerhalb der Institutionen von Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur, auch wenn es hier in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand seit vielen Jahren wichtige Hinweise auf sie gibt. Es gibt zwar Wissen über die Hachschara-Bewegung, aber sozusagen keine Erzählung. Der gemeinnützige Brandenburger Verein Institut für Neue Soziale Plastik konnte sich für die Ausstellung Chavrim, jüdische Selbsthilfe, Widerständigkeit und die Hachschara-Bewegung zum Teil auf die Forschungen und das Wissen anderer beziehen und stützen. Zum Teil haben wir aus Archiven und familiären Nachlässen neues Wissen zusammengetragen. Danke nochmals besonders Ihnen, Hilde Simche und Eli Heimann und auch dir, Joaf, für die langen Interviews und geduldigen Antworten auf unsere vielen Fragen. Die Ausstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Vielschichtigkeit von Bewegungsgeschichte wäre das auch vermessen und ganz und gar unmöglich. Die Ausstellung Chavrim, jüdische Selbsthilfe, Widerständigkeit und die Hachschara-Bewegung erzählt also nun zum ersten Mal die ca. 30-jährige Geschichte der deutschen Hachschara als Bewegungsgeschichte von ihren Anfängen in Deutschland am Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Staatsgründung Israels 1948. Hier zwei Bilder gleich, eins vom Ort des Beginns der Hachschara-Bewegung, der Gärtnerei im Industriegut Messingwerk bei Eberswalde,
und eins mit Bezug zum Kibbutz Netzer Sereni, der von Überlebenden der Hashara-Bewegung als Kibbutz Buchenwald in Israel gegründet wurde. Wie Sie sehen, baut sich die Ausstellung aus einfachen Bildtexttafeln auf. In der Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist, wie eben schon erwähnt, nun auch noch eine sehr schöne Videostation mit Interviewausschnitten entstanden. Uns war aber eben grundsätzlich an einer einfachen Ausführung der Ausstellung gelegen, damit sie wandern kann. Wandern kann auch zu den zumeist ländlichen Orten, an denen Hashara gewesen sind. Sie kann auf Wanderschaft gehen. Die Ausstellung gibt einen Überblick über den gesamten Zeitraum von 30 Jahren, von 1918 bis 1948, und dafür zeichnet sie einige spezifische, aber beispielhafte Biografien nach und bezieht sich auf beispielhafte Orte. Zu diesen Orten zählen Messingwerk bei Eberswalde, wo wohl die erste Hashara Deutschlands gegründet wurde, Hohenschönhausen hier in Berlin und dann vor allem Ahrensdorf bei Trebin, das schon erwähnt wurde, Neuendorf bei Fürstenwalde und, sehr wichtig und abschließend, der Geringshof bei Fulda in Hessen. Hinter uns ein Bild der Hashara Schneebienchen. Die Ausstellung bettet die Biografien und Orte ein in allgemeine geschichtliche Bezüge, zum Beispiel durch historische Zeitungsausschnitte. Diese Einbettung, der Beginn einer Erzählung, ist uns wichtig. Nur so lassen sich die Strukturen wirklich erkennen, die es so vielen jungen Menschen ermöglichten, sich an die Erfüllung ihres Traums eines selbstbestimmten jüdischen Lebens in Palästina, Israel zu machen und sich konkret vorzubereiten. Für Jüdinnen und Juden war ja die Einwanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina in den 1920er und 1930er Jahren meistens stark begrenzt. Entweder die Einwanderer brachten viel Geld mit, oder sie mussten besondere Qualifikationen nachweisen, um eine Einwanderungserlaubnis, ein sogenanntes Zertifikat, zu erhalten. Diese Qualifikationen konnten sie in den Hascharot lernen. Das Wort Hachschara, Vorbereitung, Tauglichmachung auf Deutsch, bezieht sich also auf Orte, Hachschara Kibbutzim oder Hachschara Zentren oder Bet Chalutz in den Städten, und das Wort bezieht sich auch auf einen Lebensentwurf, auf eine persönliche Entscheidung, auf Hachschara gehen. In der Verbindung von Orten und persönlichen Lebensentwürfen sehen wir die Bewegungsgeschichte, in der ebenso die politische Geschichte, Sozialgeschichte und Ideengeschichte wichtig sind. Im Institut für Neusoziale Plastik sehen und erzählen wir die historische Hashara-Bewegung als ein bedeutendes Netzwerk jüdischer Selbstorganisierung und Widerständigkeit. Die Hashara war eines der Instrumente der historischen Selbstbefreiung des jüdischen Volkes. Die Hashara half bei der Umsetzung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung für das jüdische Volk. Die Hashara war zentrale Struktur des Rettungswiderstands gegen die NS-Herrschaft und sie spielte eine wichtige Rolle für Überlebende, für die Displaced Persons der Sheerit HaPleta bis zur Staatsgründung Israels. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand die Geschichte der Hashara-Bewegung und ihrer Widerständigkeit aufgreift und hier jetzt weiter ausbreitet, nachdem sie in der Dauerausstellung bereits angelegt ist, diese Geschichtserzählung. Arnold Pauker, der große Historiker, der selber durch die Jugendalia der Hashara-Bewegung ins Land gekommen und später langjähriger Leiter des Leo Beck-Instituts London war, war als Historiker einer der wichtigsten Wegbereiter der Forschung zu jüdischer Widerständigkeit. In seinem Urteil über die LeiterInnen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland während des NS ist er einerseits recht eindeutig, ich zitiere: Jüdische Repräsentanten haben in einer unerträglichen und ausweglosen Situation oft mit Mut und Würde reagiert. Aber um politischen, militanten, antifaschistischen Widerstand hatte sich dabei nicht gehandelt. Gleichzeitig führt er aber den von israelischen HistorikerInnen geprägten Begriff der Amida ein, dem Standhalten unter deutscher Okkupation.
Doch Pauker bleibt zurückhaltend in der Anwendung dieses Begriffs auf die Situation der deutschen jüdischen Gemeinschaft im NS. Hier zeigen sich aber vielleicht Begrenzungen gängiger historiografischer Kategorisierungen, wenn sie sich zu stark auf nationale Geschichtsschreibung verengen. Besonders bei der Betrachtung jüdischer Geschichte gilt es, solche Begrenzungen im Auge zu behalten. Die allgemein so zentrale Frage nach der Perspektivität ist bei jüdischer Geschichte vielleicht noch wichtiger als sonst, besonders in Deutschland. Dan Diener zum Beispiel hat durch sein Werk Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942 zuletzt den historiografischen Horizont völlig neu sondiert. Die deutsche Aschara war selbstverständlich eingebunden in die internationale zionistische Bewegung. Eine wichtige Basis für die Entwicklung des Rettungswiderstands zum Beispiel war die sofort 1933 verabredete Koordination einer Anzahl internationaler jüdischer Organisationen in der Conference for the Relief of German Jewry in London vom 29. Oktober bis 1.11.1933. Oder in Genf saß zum Beispiel ab August 1939 Nathan Schwalb und leitete während des Zweiten Weltkriegs die Europazentrale des Hechaluts, einer der zentralen Trägerorganisationen der Haschara. Von hier aus organisierte er die Aufnahme von Flüchtenden, die es über die grüne Grenze in die Schweiz geschafft hatten. Von hier aus wurde Geld an Untergrundgruppen wie den Chokraluzi von Yitzhak Schwersens in Berlin gesandt. Von hier aus wurden auch Finanzen für Waffenlieferungen an die Resistance in Frankreich und wohl auch an die Aufständischen im Warschauer Ghetto und anderswo organisiert. Durch ein weit verzweigtes Netz von KurierInnen konnten Informationen aus dem und in den NS-Machtbereich gesammelt bzw. weitergegeben werden. 1942-43 wurden dort in Genf die ersten Belege über die NS-Mordmaschinerie in Auschwitz gesammelt und an die Weltöffentlichkeit gegeben. Und unter den Tausenden, denen die Haschara-Bewegung die rettende Aliyah nach Palästina ermöglichte, waren 1500 junge Männer, die sich freiwillig zur Jewish Brigade in der britischen Armee meldeten und Deutschland mit befreiten. Die Übergänge von Selbstbehauptung über Rettungswiderstand zu militärischem Widerstand sind also fließend, was leicht vorstellbar ist, wenn man sich mit Bewegungsgeschichte befasst. Die Ausstellung arbeitet prominent mit einem Bild, welches bei einem Treffen des Leitungskreis der Jugend-Aliyah in der Haschara-Bewegung in der Kantstraße 156 in Berlin wohl am 7. August 1941 entstanden ist. Es sollte sich als ihr letztes Treffen herausstellen. Auf dem eingespielten Bild sehen Sie von links nach rechts, ich sehe das Bild hier gegenüber vor mir an der Wand, Lotte Kaiser, geboren 1908 in Frankfurt am Main, gestorben 1943 in Theresienstadt. Arthur Posnanski, geboren am 30.07.1912 in Berlin, gestorben am 4. Februar 1998 in Israel. Hans-Wolfgang Kohn, geboren am 30. Oktober 1916 in Breslau, gestorben 1943 in Auschwitz. Sonja Okun, geboren am 26. Januar 1899 in Minsk, gestorben am 30.10.1944 in Auschwitz. Alfred Selbiger, geboren am 3. Mai 1914 in Berlin, gestorben am 3.12.1942 in Sachsenhausen. Ludwig Kuttner, halb verdeckt auf dem Bild, geboren am 9.04.1908 in Frankfurt am Main, gestorben 1943 in Auschwitz. Kurt Silberpfennig, geboren am 22.10.1906 in Thorn in Westpreußen, gestorben 1942 in Auschwitz. Yitzhak Schwersens, der frech über die Schulter guckt, von hinten mit der Brille, geboren am 30. Mai 1915 in Berlin, gestorben am 1.6.2005 auch in Berlin.
und ganz rechts Herbert Krowald, geboren am 25. Februar 1914 in Berlin, gestorben am 19. April 2007 in Rishon-LeZion. Mit ihrer Selbstorganisation, ihrer Widerständigkeit und der tief gespürten Verantwortlichkeit gegenüber den ihnen anvertrauten jungen Menschen halfen sie, gemeinsam mit anderen, Tausenden, sich zu retten. Und sie taten dies in Nazi-Deutschland, ohne die selbst 1941 noch existierenden Möglichkeiten zur Auswanderung zu nutzen, denn irgendjemand musste sich ja kümmern. Auch Arnold Pauke kommt trotz all seiner Zurückhaltung mit der Kategorie Widerstand zu der Einschätzung, dass es, ich zitiere, ein ganzes Kapitel bewundernswerter jüdischer Selbstbehauptung in Deutschland gab. Diese Selbstbehauptung und der jüdische Widerstand gegen mörderischen Antisemitismus braucht wahrlich nicht zu überraschen. Mali Danziger, geborene Rosenblüt, aufgewachsen in Messingwerk bei Eberswalde, beschrieb in einem viel späteren Interview ihre Grundhaltung als jüdische Jugendliche in Deutschland am Ende des Ersten Weltkriegs so, ich zitiere, und das Zusammenleben mit diesen Deutschen, wo man selbstverständlich auf Antisemitismus gestoßen ist, naja, und da man Zionist war, selbstverständlich sich nichts hat gefallen lassen, sondern gekämpft hat, sofort dagegen. Man wurde bestraft, man wurde nicht bestraft, man hat sich, hat man gesagt, jetzt genug. Jetzt für uns. Das war die Einstellung. Zitat Ende. Warum die Haschara-Bewegung nicht bereits viel früher wirklich erforscht und in der deutschen Erinnerungskultur verankert worden ist, bleibt ein großes Fragezeichen. Viele der zentralen Berichte und der grundlegenden Werke über die jüdische Selbstbehauptung im NS liegen schon lange vor. Wir hätten vielleicht manche Bitterkeit unter Überlebenden und ihrer Familien vermeiden können, wenn jüdische Erzählungen und ihre Perspektiven früher in die deutsche Erinnerungskultur eingearbeitet worden wären. Danke an die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das ist jetzt passiert. Danke dir, Joaf, für die wunderbare Zusammenarbeit. Und danke noch einmal vor allem Ihnen, Hilde und Eli, für die Zugänglichkeit, für die Geduld und Ihr Beispiel. So hat es Hilde Simbra am Ende eines Gedichts 1985 ausgedrückt. Und wenn wir unsere Geschichte erzählen, wollen wir zum Ende erwähnen, Helden gibt es nicht nur mit Munition. Held sein heißt Mensch bleiben in jeder Situation. Danke sehr. Hello, my name is Joav Krowald Gad. I am a son of Herbert Ehud Krowald, who was one of the leaders of the Hechalutz, 1939-1947. I stand here on behalf of him and all the group of the Hachsharot before the war, during the war, after the war, and the group who came to Israel and established a new country. Guten Abend, ich bin Joav Gad, der Sohn von Herbert Krowald. Ich stehe hier in seinem Namen, im Namen der ganzen Gruppe. Mein Vater war einer der Leiter der Hachschara von 1939 bis 1947 und ich stehe hier im Namen und für all diejenigen, die so wie er und seine Freunde und die anderen Leiter das Land aufgebaut haben. I know the group who came to Israel since I was very young. I know all of them, the ladies and the men and the partners and the kids and the first, second, third and fourth generation. I admire them. Ich kenne sie alle, die nach Israel gekommen sind, die ganze Gruppe.
Ich kenne ihre Frauen, ihre Männer, ihre Kinder, die zweite, dritte, bis hin zur vierten Generation, und ich bewundere sie. It was a symbol for me, and it was astonishing for me how they did survive, how they did respect each other, and how they did everything for others, and others did everything for each of one of them. Es hat mich stets zutiefst beeindruckt, und es war mir ein großes Symbol und Inspiration zu sehen, wie sie einander geholfen haben, wie alle einander, jeder, jeden Einzelnen auch unterstützt hat. 60 years ago, when I was bar mitzvah, 13 years, I got a present, this small present, from Yitzhak Schwerzens, who was also one of the leaders in the Chalutz. And he is on the big picture, which Benno Plasman mentioned before. And on this picture, Yitzhak Schwerzens wrote, in the center of a chalutz, 1941, ask your father and he will tell you. It's from the Bible, from Dvarim, Lamed Bet, and this is something unusual because it's usually on Pesach they said, you, the father, have to tell your son. And here suddenly he wrote, and it's in the Bible, ask your father. Vor 60 Jahren, Yofgat bar mitzvah, als ich 13 war, erhielt ich ein kleines Geschenk, das er gerade gezeigt hat, ein Bild, das ihm Yitzhak Schwerzens gegeben hat, einer der anderen Leiter des Chaluts. Und er schrieb darauf, dieses Bild, Kantstraße, Berlin, im Zentrum des Chaluts, 1941, und ein Zitat aus der Bibel, frage deinen Vater und er wird dir erzählen. Was kurios ist, weil normalerweise heißt es bei Pesach andersherum, die Väter erzählen den Söhnen. This present, this picture, was for me a sign that I have to start to inquire and to learn and to be a leader for the second generation to find what was in the Holocaust. It was a big mission and I started at the age of 13. Dieses Bild war für mich wie ein Auftrag, herauszufinden, mich damit zu beschäftigen, was passiert ist, was mein Vater und die anderen Leiter getan haben, was im Holocaust passiert ist. Und da bin ich dran, seit 60 Jahren. At that time, I didn't suppose, I didn't dream. Then, 60 years later, I will see an exhibition like we see here, and a big picture, the same picture, about 4 meters on 2 or 3 meters long and bright. At that time, I didn't think no one, anyone will think about it. Als ich das Bild erhalten habe, hatte ich keinerlei Vorstellung davon, dass ich eines Tages jetzt hier inmitten einer Ausstellung stehe, die von diesem Bild ausgegangen ist, und diesem Bild gegenüberstehe, groß, wie Benno Plasman gerade erwähnt hat, 2,5 Meter, 4 Meter breit. We organized a group of 65 people, first generation, second generation, third generation and fourth generation, on 19 June this year, 2021, we have a gathering of all these people in Netzer Sireni, which was before called Kibbutz Buchenwald, and it was a meeting very excited and very important. Dieses Jahr am 19. Juni haben wir ein Treffen organisiert im Kibbutz Netzer Sireni, der als Kibbutz Buchenwald gegründet wurde, von der ersten, zweiten, dritten, vierten Generation. Es war ein sehr aufregendes, sehr schönes erstes Treffen dieses Jahr am 19. Juni. At that point we issued a book, Memories of Anna Borinsky, and we put a lot of annex, a lot of documents, pictures, explanation about the history of this group.
It was a translation of a book which I founded first time 3 years ago from now in this place when Dr. Christine Müller showed it and she said, this is the Bible for her. And I asked, who wrote it? And she said, Anna Bruinsky. I know Anna Bruinsky since I was 6 years old, and I didn't know it. Bei dem Treffen im Juni dieses Jahr haben wir ein Buch herausgebracht, das Jörg gerade gezeigt hat, das die Übersetzung eines Buchs ist, das er zum ersten Mal vor 3 Jahren hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gesehen hat, als Christine Müller-Botsch es ihm gezeigt hat, mit den Worten, dies kleine Büchlein ist wie eine Bibel für mich, da steht so viel Wichtiges drin. Jofgat fragte, wer hat es denn geschrieben? Anneliese Ora-Borinsky. Er kennt sie, seitdem er 6 Jahre alt ist, wusste aber nicht, dass sie dieses Buch, das bis dahin nur auf Deutsch existierte, geschrieben hat. Jetzt existiert es auch auf Hebräisch. From the first generation, the kids who were before the war, there are still alive 3 of them. One is Paula Stern in Seattle. She is 99. She was in 22nd of August this year, 99. Hilde Simcha, she was 31 August, 98. And Eli Hyman, he is already 96 years old. A month ago, another lady, Esther Bejerano, passed away. She was 97. Von dieser Gruppe Studierender der jungen Chavarim leben noch 3, die aus dieser Gruppe kommen, der Hashara-Bewegung. Paula Stern in Seattle, Hilde Simcha in Kibbutz Netzer Sereni, Eli Heimann in Jerusalem. Frau Stern ist 99 Jahre alt, Frau Simcha ist 98 Jahre alt und auch Eli Heimann, der Jüngste, ist schon 96 Jahre alt. Und vor wenigen Wochen verstarb hier in Deutschland Esther Bejarano, 97 Jahre alt, die auch Teil dieser Gruppe war. Recently we opened an association including these 65 people and as I mentioned first, second, third and fourth generation. We gather information, we gather pictures, books, history of the people who were the first generation, all kind of documents, and we have by now a very big archive about the history of the Hachshara, about the Chavirim. Die Vereinigung, der Verein, den wir jetzt offiziell gegründet haben, hat natürlich zur Aufgabe, Dokumente zu sammeln, Erinnerungen zu sammeln und über die verschiedenen Generationen hinweg miteinander in Kontakt zu sein. We issued internet information for everyone who needs to know about the Hachshara. We have put information in JewiWiki, it's net. We issue this book and we send it to all kinds of memorials and museum. And we have a lot of plans for the near future to have a place where we can do and put all our stuff. And we decided that every year we'll have again a meeting of all the people. Dieses Treffen am 19. Juni möchten wir jährlich wiederholen. Haben eine Webseite aufgebaut, haben das Buch publiziert, an verschiedene Erinnerungsorte versandt und sind dabei, mehr vorzubereiten. We decided already to bring this exhibition, which is now in Germany and in English, to Israel and to translate it to Hebrew and to show it all over the country. Wir freuen uns auch darauf,
Die Ausstellung, die hier heute eröffnet wird und jetzt auf Deutsch und auf Englisch vorliegt, ins Hebräische zu übersetzen, damit sie auch in Israel touren kann und im ganzen Land gezeigt wird. The work is like a huge puzzle, which you cannot see the end and the beginning of it. It's something, there is no end for it. And every day, also yesterday, I learned new things, and every day something pop up, and it's something unusual. In this last year, in a Corona year, we managed to get a lot of information about Martin Gerson, and I learned that his family was in Israel, and they are in Israel, and we got a lot of information from museum. It was for me something very new. Es ist schön zu sehen, wie viel hier kontinuierlich zu tun ist in diesem riesengroßen Puzzle, das wohl kein Ende haben wird. Erst gestern noch habe ich Neuigkeiten gelernt über Martin Gerson. Martin Gerson, einer der wichtigen Leiter auch in der Bewegung, dessen Familie in Israel ist. Jetzt gibt es Kontakt. Kontinuierlich ergeben sich neue Öffnungen. Yesterday I got a telephone from someone who I didn't know, from Yavne in Israel. And he said that he is the son of one of the ladies who were in the Hachshara. She lived in Ma'ayan Tzvi, and Ora Borinsky was her leader. I said, I'm in Berlin dealing with the issue of the Hachsharot, and when I'll come back, I will talk to him and learn a lot new things. Erst gestern im Auto auf dem Weg von Berlin nach Messingwerk empfing ich einen Anruf von jemandem, der fast mein Nachbar ist, in meiner Heimatstadt Yavne, der davon erzählte, dass seine Mutter in einer Gruppe war, die von Anneliese Ora-Borinsky in Ma'ayan Tzvi, in Kibbutz Ma'ayan Tzvi, geleitet wurde. Und Joaf sagt, ja, ich bin gerade hier, arbeite daran und freue mich, mehr wieder neu zu lernen. In 2 days from now, I will meet Horst Selbiger, cousin of Alfred Selbiger, which I know a lot about him, and I think he was someone very, very special, and it will be great honor for me to meet him, Sue, Benno and Bettina. In 2 Tagen werde ich Horst Selbiger kennenlernen, einen Shoah-Überlebenden hier in Berlin, Cousin von Alfred Selbiger. Es wird mir eine sehr große Ehre sein, und danke Benno und danke Bettina, das zu ermöglichen, dass er Horst Selbiger trifft, weil über Alfred Selbiger, seinen Cousin, weiß er so viel, und alle erzählen immer so viel Wichtiges und Schönes und Gutes von Alfred Selbiger. I want to thank and to give my respect to the people of the Memorial of the Resistance Museum, Dr. Professor Johannes Tuchel, Dr. Christine Müller, to my associate Benno Plasman, Stella and Bettina, to my family, my wife and my daughter Zohar, and to the second, almost first family, all the Chaverim from the Hachsharot. Vielen herzlichen Dank, mit großem Respekt und großer Dankbarkeit. Steht er hier, stehe ich hier und denke daran, dass Herr Professor Dr. Tuchel das hier alles unterstützt hat, Frau Dr. Müller-Botsch es ermöglicht hat. Wir vom Institut für Neue Soziale Plastik, Bettina Leder, Stella Hindemith und ich mitarbeiten, und alle in seiner Gruppe, er denkt an all die Chaverim, die das Leben gelebt haben und das ermöglichen, wo wir hier jetzt sind. I, Yoav Gad, I was 54 years a pilot in the Israeli Air Force. Yesterday, 48 years ago, we had a very difficult war, Yom Kippur War, which was almost existing or not existing of the country. It was a war which was forced on us. We didn't want it. We didn't expect it. But it was forced of us, and it was really almost not to existing of the country. It was difficult, very difficult war. I lost a lot of friends, a lot of pilots.
And we still commemorate and speak and put a lot of attention not to be in this situation again. Ich bin Pilot in der israelischen Luftwaffe seit 54 Jahren. Gestern war der Jahrestag des Ausbruchs des Yom Kippur-Kriegs, zu dem Israel gezwungen wurde, wo es um das Überleben an sich und die Existenz an sich Israels ging. Ein sehr harter Krieg, wo ich viele Freunde verloren habe, über die wir weiter sprechen, an die wir uns erinnern, damit so etwas nicht noch einmal passieren mag. During the years we got a very good relationship between the German and the Israeli nations and the governments of both sides. We have a lot of contacts and a lot of common interest. Über die Jahre ist es möglich gewesen, zwischen Deutschland und Israel, auch zwischen den beiden Regierungen, gute Kontakte herzustellen. Es gibt viele gemeinsame Interessen. By the year we made peace with Egypt, peace with Jordan, peace with other Muslim and Arab countries. Recently, every year, every day, someone again, we find another country, another land which we can do a peace with them. And this is our view for the future. Über die Jahre war es auch möglich, mit Ägypten, mit Jordanien, mit einer Reihe anderer muslimischer Länder, arabischer Länder, Frieden zu schließen. Das ist die Zukunft, das ist unser Weg. Thank you very much for everyone. Thanks. Lieber Yoav Gad, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag, dafür, dass du deine Erfahrungen und Verbindungen zum Thema Hachschara mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Und auch Ihnen, lieber Herr Plassmann, vielen Dank für Ihren einführenden Beitrag in die Ausstellung und für die Übersetzung eben. Dankeschön. In einem dritten Teil unserer Veranstaltung möchte ich nun auf die Videostation aufmerksam machen, die sich ausstellungsbegleitend hier im Raum befindet. Gezeigt werden darin Interviews mit Hilde Simche und Elli Heimann, die ich für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Herbst 2019 in Israel führen konnte. Parallel zum Sonderausstellungsbereich werden diese Videos ab heute Abend auch in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der zweiten Etage präsentiert. Sie sind dort in unserem neuen Ausstellungsbereich Interviews zum Widerstand zu sehen, den wir in diesem Jahr eröffnet haben. Die Videos werden in einer geschnittenen Fassung in einer Länge von etwa 25 Minuten gezeigt. Präsentiert werden in diesen Medienstationen Interviews mit Menschen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv waren, sowie mit deren Angehörigen. Die Interviewten berichten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Nationalsozialismus und wie sie oder ihre Angehörigen sich gegen die nationalsozialistische Diktatur gewehrt haben. In den lebens- und familiengeschichtlich angelegten Interviews geht es um Handlungsspielräume, verschiedene Wege in den Widerstand, Motive und unterschiedliche Formen des Widerstands. Erfahrungen der Verfolgung, aber auch der Solidarität und Selbstbehauptung sind in den Interviews ebenso Thema wie der persönliche und gesellschaftliche Umgang mit dem Widerstand nach 1945. Fotografien und Begleittexte ergänzen die Erzählungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Exemplarisch stelle ich Ihnen mit Hilde Simche und Elli Heimann nun zwei Lebensgeschichten vor, in denen die Zeit auf einem Hachschara-Gut eine wichtige Rolle spielte. Beide erzählen uns in den Interviews eindrücklich aus dieser Zeit. Hilde Simche, geborene Grünbaum, wird im August 1923 in einer jüdischen Familie in Berlin geboren. Sie wächst als Einzelkind in einem bürgerlichen Umfeld auf. Ihr Vater führt ein gutgehendes Textilgeschäft im Zentrum von Berlin und Hilde Simche erlebt eine sorglose Kindheit bis zum Beginn der NS-Diktatur. Ab dann ist die Familie zunehmend der Verfolgung ausgesetzt. Gleich 1933 werden antisemitische Maßnahmen an öffentlichen höheren Schulen durchgeführt. Hilde Simche wechselt daher nach 4 Jahren Volksschule nicht auf ein Gymnasium, sondern auf die jüdische Mittelschule in der Großen Hamburger Straße. Diese Schule erlebt sie positiv, trotz der zunehmenden Verfolgung der Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen.
Den Literatur- und Musikunterricht hat Hilde Simche in besonders guter Erinnerung. Sie selbst spielt Geige. Ende 1938 wird die kleine Familie durch die antisemitische Verfolgung auseinandergerissen. Hilde Simche ist 15 Jahre alt, als die Polizei ihren Vater im Oktober 1938 festnimmt. Er besitzt die polnische Staatsbürgerschaft und gehört zu den ca. 17.000 Jüdinnen und Juden, die im Herbst 1938 aus Deutschland ausgewiesen werden. Bald darauf wird ihre Mutter bei Fluchtvorbereitungen festgenommen und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Hilde Simche bleibt allein in der Wohnung zurück. Beide Eltern überleben die nationalsozialistische Verfolgung nicht. 1940 gelingt es Hilde Simche, einen Ausbildungsplatz auf dem Hachschara-Gut Ahrensdorf südlich von Berlin zu erhalten. Dort bereitet sie sich mit anderen jungen Menschen auf eine Ausreise nach Palästina vor. Hier finden neben einer landwirtschaftlichen Ausbildung und Unterricht in Hebräisch auch kulturelle Veranstaltungen statt. Diese werden von den Jugendleiterinnen und Jugendleitern vor Ort vorbereitet, darunter auch Herbert Krowald. Die Jugendlichen spielen Theater, lesen gemeinsam Literatur und musizieren. An diesen kulturellen Veranstaltungen ist Hilde Simche stets besonders interessiert. 1941 werden alle Hachschara-Stätten aufgelöst. Die Jugendlichen vom Gut Ahrensdorf müssen in Neuendorf in der Nähe von Fürstenwalde schwere Zwangsarbeit leisten. Hilde Simche muss in der Landwirtschaft arbeiten. 1943 wird auch das Lager in Neuendorf aufgelöst. Gemeinsam werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über Berlin in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. In Auschwitz-Birkenau wird Hilde Simche in einem Häftlingsorchester eingesetzt. Sie spielt Geige und kopiert Noten. Die Orchesterleiterin Alma Rosé setzt sich für die jungen Frauen im Orchester ein, wo immer es möglich ist. Im Lager hält Hilde Simche heimlich den Kontakt zu einigen Freundinnen aus Ahrensdorf. Sie treffen sich zum Beispiel zum Schabbat oder zur gemeinsamen Literaturlektüre. Hilde Simche hat über eine Bekannte einen kleinen Faust bekommen. Die heimliche Lektüre ist für sie ein Akt der Selbstbehauptung und Stärkung. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Solidarität, die in ihrer Hachschara-Gruppe entstanden ist, sind für Hilde Simche in Auschwitz-Birkenau nun überlebenswichtig. Das Überleben aus ihrer Sicht war nur möglich, Zitat, weil wir eine Gemeinschaft gewesen sind und gelernt hatten, einer für den anderen da zu sein. Das hatte für sie zur Folge, Zitat, solange man helfen konnte im Lager, hat man Leute unterstützt. Ob das ein Stückchen Brot war oder ob das ein Gedicht war. Zitat Ende. Im Oktober 1944 wird Hilde Simche in das Konzentrationslager Bergen-Belsen verschleppt. Nach der Befreiung im April 1945 lernt sie dort den ehemaligen Häftling Ernst Simche kennen. 1946 reisen die beiden illegal nach Palästina ein. Einige Monate nach ihrer Ankunft werden Hilde und Ernst Simche als Einwanderer anerkannt und heiraten. Aus der Ehe gehen 2 Söhne hervor. Ab 1948 beteiligen sich Hilde und Ernst Simche am Aufbau des Kibbutz Buchenwald, der später in Netzer Sereni umbenannt wird. Viele Überlebende, die in der Hachschara-Stätte Ahrensdorf und in Neuendorf waren, wohnen in diesem Kibbutz oder bleiben mit ihm über Jahrzehnte in Verbindung. Dort lebt Hilde Simche bis heute. Im Ruhestand beginnt sie, mehr über ihre Erlebnisse zu sprechen, auch vor verschiedenen Gruppen. In diesen Gesprächen ist es ihr wichtig zu betonen, dass auch die Solidarität unter Häftlingen eine Form des Widerstands gegen die nationalsozialistische Vernichtungspolitik war. Und nun zu Elli Heimann. Elli Heimann kommt im März 1926 als jüngstes von 9 Kindern in einer jüdischen Familie in Breslau zur Welt. Er ist 11 Jahre, als seine Mutter stirbt. Seit Beginn der NS-Diktatur 1933 wird die Familie zunehmend verfolgt. Sein Vater ist Vertreter für Textilien. 1936 wird er entlassen. Für Elli Heimann und seine ältere Schwester Betty ist die Mitgliedschaft im jüdischen Jugendbund Maccabi Hatzair sehr wichtig. Darüber erhält Elli Heimann im Frühjahr 1940 einen Platz auf dem Hachschara-Gut Ahrensdorf. Mit knapp 14 Jahren ist er einer der Jüngsten dort. Hier fühlt er sich sicher und bereitet sich mit den anderen Jugendlichen auf eine Anwanderung nach Palästina vor.
Als 1941 die Hachschara-Stätten aufgelöst werden, muss auch Elli Heimann zusammen mit den anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Arnsdorf verlassen und Zwangsarbeit in Neuendorf leisten. Auch er wird 1943 nach Auschwitz deportiert. Hier kommt Elli Heimann mit 17 Jahren ins Lager Auschwitz III, Buna-Monowitz. Der während der Hachschara-Zeit entstandene Zusammenhalt ist auch für ihn überlebenswichtig. Zitat: Wir haben alles getan, um zu überleben und auch das andere überleben können. Festgehalten hat er sich auch an einer Hoffnung. Zitat: Der Traum war immer, überleben, nach Israel einen Kibbutz gründen. Zitat Ende. Bei der Räumung des Lagers im Januar 1945 wird Elli Heimann mit anderen Häftlingen auf einen Todesmarsch geschickt. Ihm gelingt die Flucht. Versteckt bei einem polnischen Bauern erlebt er die Befreiung durch die sowjetische Armee. Im Oktober 1945 gelangt Elli Heimann gemeinsam mit Hanan Ansbacher auf einem Schiff illegal nach Palästina. Die beiden jungen Männer sind seit ihrer Zeit im Zwangsarbeitslager Neuendorf befreundet und haben gemeinsam das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz überlebt. Im ersten Jahr nach ihrer Ankunft in Palästina wohnen und arbeiten Elli Heimann und Hanan Ansbacher im Kibbutz Fuza Chila. 1947 heiratet Elli Heimann Shoshana Rosenthal. Sie gründen eine Familie mit 3 Kindern. Die Familie lebt zunächst im Kibbutz Netzer Sereni und später in einem Moschaf. Elli Heimann arbeitet als Landwirt. Im Ruhestand engagiert er sich ehrenamtlich in der sozialen Arbeit mit älteren Menschen. Er legt Wert darauf, dass auch an die Solidarität unter den Verfolgten erinnert wird. Wichtig ist ihm die Erinnerung an diejenigen, die sich entschieden haben, ein Risiko einzugehen, um anderen, oft den Jüngeren, zu helfen. Heute lebt Elli Heimann in Jerusalem. Mit diesen Ausführungen konnte ich die wichtigsten Themen aus den Interviews nur kurz ansprechen. Wir laden Sie herzlich ein, in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu kommen und sich die Videos mit den dichten und eindrücklichen Erzählungen von Hilde Simche und Elli Heimann vor Ort anzusehen. In diesen Interviews wird deutlich, welche existenzielle Bedeutung eine Hachschara-Zeit gerade auch für Jugendliche haben konnte, für die es nicht mehr möglich gewesen ist, während der NS-Zeit auszuwandern. Die Hachschara-Erfahrung und der Gruppenzusammenhalt, wie bei der Arnsdorfer Gruppe, konnte überlebensnotwendig werden in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Abschließend gilt unser besonderer Dank den Interviewten Hilde Simche und Elli Heimann, die uns das große Vertrauen entgegengebracht haben, ihre Erlebnisse zu berichten und mit nachfolgenden Generationen zu teilen. Entstanden sind persönliche Beiträge, die ihre Erfahrungen als Zeitzeugen und Auschwitz-Überlebende dokumentieren und die die Erinnerung an die Verfolgung und den Widerstand von Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus wachhalten. Bei der Erarbeitung der Videos und Medienstationen waren viele beteiligt, die ich an dieser Stelle nennen möchte. Für die Zusammenarbeit danke ich herzlich Petra Behrens, Eva Czerwiakowski, Lydia Dollmann, Anne Lepper, Sabine Sieg und Barbara Schieb. Des Weiteren danken wir Asaf Simche, Moshe Bedashi, der uns als Kameramann der Gedenkstätte Yad Vashem unterstützt hat, und natürlich Joaf und Navagat, ohne deren Begleitung die Interviews nicht hätten geführt werden können. Für die technische Umsetzung der Medienstationen, den Aufbau der Ausstellung und die Durchführung des Livestreams zur Eröffnung danken wir herzlich Karl-Heinz Lehmann, Beatrix Lehmann und Peter Werder von der Firma Museumsmedien und der Firma Schalldruck. Abschließend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Präsentation dieser Sonderausstellung im Kontext breiterer Bemühungen steht, die Hachschara-Bewegung bekannt zu machen. Wir begrüßen es sehr, dass aktuell verschiedene Netzwerkinitiativen zum Thema Hachschara entstehen. In Deutschland neben dem Institut für Neue Soziale Plastik, unter anderem durch die TU Braunschweig, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Sie haben zum Ziel, über die Hachschara-Geschichte zu informieren, lokale Initiativen zu vernetzen, systematische Forschung zu ermöglichen. So können Erinnerungsorte geschaffen werden, im Land Brandenburg, aber auch an anderen Orten, die Geschichte auf regionaler Ebene verstehbar machen. Diese Initiativen können durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte auch dazu beitragen, aktuellem Antisemitismus entgegenzutreten.
An diesem Prozess nehmen wir mit der Präsentation dieser Hachschara-Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gerne teil. Sie können die Ausstellung ab morgen und bis zum 9. Januar 2022 besuchen, werktags von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Abschließend danke ich noch einmal herzlich Benno Plassmann und Yoav Gad für Ihre Beiträge und die Zusammenarbeit und Ihnen zu Hause vor Ihren Computern für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme an diesem Livestream. Wir hoffen, Sie bald direkt vor Ort begrüßen zu dürfen.